Seid gegrüßt, Magier aus allen Herrenländern. Ich bin der große Schwarzmagier Björn und entführe euch heute in die Welt von Grimoria. Ein Spiel voller Magie und Abenteuer. Nachdem ihr den Spielaufbau herbeigezaubert habt und das Ganze zum Beispiel so aussieht, seid ihr Startler für das Abenteuer. Grimoria ist ein magischer Wettstreit, bei dem ihr mächtige Zaubersprüche aus eurem Zauberbuch dazu einsetzt, Abenteuerkarten zu gewinnen, die euch bei Ende des Spiels Siegpunkte bringen. So gibt es zum Beispiel Ortskarten, die einfach nur Punkte zählen, aber auch Gefährtenkarten, die euch bestimmte Vorteile im Spiel bieten oder umso mehr Punkte bringen, wenn ihr bestimmte Dinge sammelt. Dieser König zum Beispiel bietet euch 5 Extrapunkte, wenn ihr 5 oder mehr Taler sammelt. Und durch den schnellen Boten erhaltet ihr immer einen Taler, wenn ihr als Erster an der Reihe seid. Neben dem gibt es auch noch Schatzkarten. Und wer weiß, vielleicht habt ihr auch etwas Glück und findet eine dieser seltenen Tarnkappen oder Zauberspiegel, mit denen ihr dann eure Gefährten und euch selbst vor Angriffen schützen könnt. Die Regeln für diesen magischen Wettstreit sind dabei recht einfach. Ihr spielt über mehrere Runden und zu Beginn jeder Runde wählt jeder Magier geheim einen Zauberspruch aus seinem Zauberbuch, den er diese Runde verwenden will. Das können alle Spieler zugleich machen, sollten ihr Vorhaben aber noch geheim halten. Zum Markieren des Zaubers nehmt ihr einfach euer Lesezeichen und legt es in die entsprechende Seite eures Zauberbuches. Aber aufgepasst! Zu Beginn des Spiels seid ihr noch unerfahrene Zauberer und kennt nur die Zaubersprüche der Stufe 1 bis 6. Im Verlauf des Spiels lernt ihr dann immer neuere und stärkere Zaubersprüche dazu. Wenn jeder Spieler einen Spruch gewählt hat, zeigt er an, welchen Spruch er verwendet, indem er seine Spielfigur auf das entsprechende Zauberfeld stellt. Dadurch wird dann auch die neue Zugreihenfolge für die aktuelle Runde bestimmt. Die Spieler, die dabei einen niedrigeren Zauberspruch gewählt haben, sind auch eher an der Reihe. Haben mehrere Spieler aber den gleichen Zauberspruch gewählt, rutschen diese an das Ende der Reihenfolge. In der so festgelegten Reihenfolge sind die Spieler dann abwechselnd am Zug. Zunächst führen sie ihren Zauberspruch aus und nehmen sich anschließend eine Karte aus der Auslage. Diese Karten werden aber nicht sofort nachgefüllt. Wollt ihr also eine bestimmte Karte aus der Auslage, solltet ihr einen niedrigen Zauberspruch wählen, um früher dran zu sein. Diese Zaubersprüche haben natürlich alle besondere Effekte, die ihr mit in eure Planung einfließen lassen solltet. So könnt ihr zum Beispiel mit diesem Zauberspruch Nummer 5 euch eine Schatzkarte nehmen oder mit so einem Schwarzmagierspruch Geld bekommen, was ihr wiederum für andere Sprüche oder Gefährten benötigt. Oder ihr nutzt später hochrangige Zauber wie diesen Angriffszauber, um Gegnern Gefährten stehlen zu können. Dabei solltet ihr auch nie aus den Augen verlieren, ob ihr vielleicht einen Gefährten besitzt, dessen Fähigkeit ihr nutzen könnt, um euch einen Vorteil zu verschaffen. Besitzt ihr zum Beispiel den Händler, könnt ihr einen Taler zahlen und so 2 Schatzkarten ziehen, wenn ihr Zauberspruch Nummer 5 wählt. Nachdem ihr so alle Zaubersprüche angewandt habt und jeder Spieler sich eine Karte aus der Auslage ausgesucht hat, räumt ihr zunächst die übrigen Abenteuerkarten auf den Ablagestapel und legt dann entsprechend eurer Spieleranzahl neue Abenteuerkarten aus und erhöht das Magielevel um einen Punkt, um so einen Zauberspruch mehr im Repertoire zu haben. Tja, und so spielt ihr Runde für Runde, bis das Magielevel den letzten Punkt auf der Skala erreicht hat. Dann rechnet ihr einfach alle Punkte eurer Karten zusammen und wer so seine magischen Fähigkeiten am besten eingesetzt hat, wird die meisten Punkte gesammelt haben und ist somit der mächtigste Magier Grimorias. Wie ihr seht, ist Grimoria ein Spiel mit einfachen Spielregeln, das aber auch neben stimmungshaftem Spielmaterial interessante taktische Elemente bietet. So gibt es viele verschiedene Strategien, die zum Sieg führen. Also dann, ihr Magiebegabten da draußen, möge die Magie des Buches euch den rechten Weg weisen.